So, das ist das Blatter Hochhaus in Nürnberg. Erstmal guten Morgen zusammen oder hallo. So, ja. Hallo. Grüße aus Nürnberg. Und weil heute Sonntag ist, haben wir direkt am Blatter einen Parkplatz gefunden für unser Gustl. Mitten in der Stadt. Richtig, aber wir müssen trotzdem mit der U-Bahn fahren. Das wäre jetzt zwar alles fußläufig machbar. Aber? So faul wie ich bin. Was heißt so faul? Du hast halt Probleme mit deinem Knie. Ja, für Kniebeschädigte ist die U-Bahn dann da. Deswegen nehmen wir die U-Bahn. Alles klar, da ist ja gerade die Station. Richtig, das ist ja der Grund, warum wir da parken. Ja, aber ist ja gerade perfekt, oder? Ja. An der Nordkirche sehen wir uns wieder. Also, kommt mal mit. Schönen S-Bahn oder U-Bahn Bahnhof von Nürnberg in der Lorenzkirche. Aha. Und die schauen wir uns jetzt gleich an, Ursi, oder? Ja. Okay. So, jetzt sind wir vor der Lorenzkirche und kommen natürlich nicht rein, weil es 11.30 Uhr ist und da ist jetzt Messe. Mhm. Aber wenn ihr mal nach Nürnberg kommt, dann raten wir euch, geht rein. Da ist von Adam Kraft ein Sakramentenhäuschen und vor allen Dingen von Veit Stoß, der Engelsgruß, sehr bekannt, weit über Nürnberg hinaus. Mhm. Und weil die Uhrzeit so passend ist, gehen wir jetzt zum Hauptmarkt, denn da findet das Männleinlaufen statt. Aha, das musst du dann aber auch noch erklären, was das sein soll. Männleinlaufen, hört sich ja interessant an. Ja, das ist auch interessant, also die Geschichte, die dazu gehört, ja. Okay, also kommen wir da mit. Ja. So, und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Das ist ein ganz bekanntes Bild, ein Postkartenbild von Nürnberg. Das ist das Heilig-Geist-Spital mit der Begnitz und der Insel Schütt, die sich da anschließt. Ein beliebtes Postkartenmotiv. Schön, Nürnberg. Nürnberg, eine schöne Stadt. Aha, hat was. Also für mich ist Nürnberg die schönste Stadt Deutschlands, wenn sie am Bodensee liegen würde und wenn sie einen Fußballverein hätte, der nicht dauernd aufsteigt. Ich denke, das ist der zweite Punkt ist wichtiger, oder? Weil das ist ja frustrierend als Fan von 1. FC Nürnberg, dass sie dauernd wieder absteigen. Früher, also wie ich noch jung war, 1968, waren sie Rekord-Deutscher Meister mit 9 deutschen Meisterschaften und jetzt sind sie Rekordabsteiger mit 9 Abstiegen. So ist es halt im Leben. Geht nicht immer alles aufwärts. So, jetzt stehen wir hier am Hauptmarkt. Und da ist auch immer der Christkindlesmarkt. Nürnberger Christkindlesmarkt kennt ihr ja. Ja, das ist ja bekannt, weil da ja immer das Christkind rauskommt. Richtig, und da oben auf dem Balkon unterhalb der Uhr, da steht dann das Christkind und eröffnet den Christkindlesmarkt. Und das Männleinlaufen, das findet jetzt direkt unter der Uhr statt. Da sitzt der Kaiser Karl IV. Und dessen Sohn kennt sogar Josi. Das ist der spätere Kaiser Sigismund. Okay. Also Nürnberger Stadtgeschichte hat also auch mit der deutschen Geschichte und vor allen Dingen auch mit der Konstanzer Geschichte zu tun. Mhm. Denn der Kaiser Karl IV. War also der Vater von Wenzel von Prag. Wenzel von Prag ist der, der den Nepomuk, den Bischof Nepomuk in die Moldau geschmissen hat. Das war einer, ein bisschen ein verrückter Sohn. Und der Sigismund, das war der, der das Konzil von Konstanz einberufen hat. Mhm. Und der auch dafür verantwortlich ist, dass die Hohenzollern die Macht in Deutschland übernommen haben. Denn der Ursprung ging ja von Konstanz aus und da durch den König Sigismund mit der Benennung des Burggrafen von Nürnberg. Kaiser Karl war nicht in Nürnberg, zumindest nicht regelmäßig.
Das war das Luxemburger Geschlecht und der Sigismund ist aber in Nürnberg groß geworden. Mhm. Okay. Soweit meine Erkenntnisse. Und jetzt kommt das Männleinlaufen und das Männleinlaufen findet jeden Tag um 12 Uhr statt. Also. Und da huldigen die 7 Kurfürsten Deutschlands. Die huldigen den Kaiser Karl IV., indem sie um ihn mehrmals herumlaufen. Das nehmen wir jetzt dann auf und dann zeigen wir es euch natürlich. Ach, und das sind dann die Männlein? Das sind die Männlein. Männleinlaufen nennt man das. Ah ja, okay. So, hier haben wir den schönen Brunnen in Nürnberg am Hauptmarkt. Und da haben wir die Frauenkirche, die katholische Frauenkirche. Und es ist jetzt gleich 12 Uhr und wie ihr sehen könnt, stehen schon jede Menge Menschen da. Die warten alle auf das Männleinlaufen. Wo laufen Sie denn? Alles war nicht gespannt und sie kommen nicht. Ah, jetzt bewegt sich was. Also, wenn ihr in Nürnberg an den schönen Brunnen kommt, dann müsst ihr auch zu dem goldenen Ring hingehen. Denn jeder, der hier dreht, der hat auch Glück. Und ihr werdet ja wohl sagen müssen, dass wir beide schon Glück gehabt haben. Denn ich war schon vor Jahren wieder was da und da haben wir auch gedreht. Aha, ziemlich fest sogar. Ja, aber nicht an dem goldenen. Denn das auch. Ist nur ein Touristenfake, ja. Wer da dreht, der bekommt kein Glück, deswegen wundert sich viele. Der Glücksring sitzt nämlich ganz woanders und da führen wir euch jetzt hin. Da drehen wir nochmal, doppelt gemoppelt hält besser. Nein, der bringt ja nichts. Das ist ja nur für Touristen. Und also, wir zeigen euch jetzt den Insider-Ring. Da gehen wir hin, ja. Für die Nürnberger. Ja. Und wenn sie da rumgehen,
Und ich muss den immer erst ein wenig suchen, weil der ein bisschen versteckt ist. Wo ist er? So, das ist also jetzt hier der Insiderring, fast genau gegenüberliegend. Und da, wenn ihr dreht, dann bekommt ihr Glück. So, das muss ich natürlich auch machen, man muss das immer wieder mal erneuern. Rosi, mach du auch mal. Ach, sicher, klar, muss ja. Ich ja, wenn ich hinkomme. Oh. Ah, ja, also, ja. Ja, fürs Glück muss er sie lang machen. Oh, ja, ganz schön anstrengend. So ja. Groß bin ich gar nicht. Also, kommt nach Nürnberg und dreht den Ring, können wir euch nur empfehlen. Ja. Aber da müsst ihr euch wirklich strecken nach dem Glück. Also es hat ja nicht nur Vorteile, es ist nicht schlecht mit der Ussi verheiratet zu sein, aber es hat auch seine Nachteile. Ah, jetzt bin ich ja gespannt, was da jetzt wieder kommt. Ja, was würde schon kommen? Dass er viel laufen muss. Es bleibt mir nichts erspart, wir müssen doch zur Burg hoch. Hey, Nürnberg ohne Burg, also das geht ja gar nicht. Nein, da müssen wir jetzt hoch. Also ihr seht. Ihr habt es bequem daheim, ihr habt es am Sofa, ja, und ich muss da hochlatschen. Erfreu dich an dem schönen Wetter und das ist nur noch halb so beschwerlich. So, hier haben wir die Kirche St. Sebald. Das ist jetzt auch eine evangelische Kirche, aber bedeutender ist aus meiner Sicht die Kirche St. Lorenz. Und dann haben wir hier das Bratwursthäusle. Eigentlich ein Muss, wenn man in Nürnberg ist. Aber im Moment hat es wohl geschlossen. Und da stehen wir vorm Rathaus. Und da sind die Lochgefängnisse. Mich foltert sie die Ursel mit Spaziergängen. Aber diese Folterkammer kann sie sich nicht anschauen. Nein, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Ja, bei mir hat sie keine Hemmungen. Aber wir gehen jetzt ins Rathaus rein zum Essen. Fränkischen Sauerbraten. Heute gibt es fränkischen Sauerbraten. Mhm. Mit Glöß. Das ist doch super, oder? Ah ja. Besser als Folterkammer. Definitiv, ja. Also das ist der Sinnweltjurm. Das ist der Fünfeckturm und jetzt weiß ich auch endlich, warum der Fünfeckturm heißt. Weil ihr seht da hinten noch einen Erker rausgehen und deswegen heißt der Fünfeckturm. Ich habe mich schon immer gefragt, wieso der Fünfeckturm heißt. Jetzt glaube ich, die Lösung gefunden zu haben. Das ist der Luginsland. Im Hauptgebäude der Burg gibt es dann auch eine Führung, die man durchaus empfehlen kann, weil da lernt man sehr viel über die Stadtgeschichte von Nürnberg. Das ist einer der dicken Türme, in dem Fall der Laufer Dorturm. Der Turm im Hintergrund, das ist die Nürnberger Versicherung, die Zentrale. Und was wir jetzt hier gleich sehen, das ist die Bundesanstalt für Arbeit. Nee, das nicht. Das da ist die Bundesanstalt für Arbeit. Da im Hintergrund sieht man die Flutlichtmasten. Das ist das Fußballstadion von 1. FC Nürnberg.
Hier am Fuße der Burg, da lebte auch der Albrecht Dürer. Albrecht Dürer kennt ihr bestimmt von seinen, also es gibt da zwei ganz bekannte Gemälde, er hat natürlich noch mehr gemalt, und zwar die betenden Hände und das mit dem Hasen. Die sind also ganz bekannt und der hat hier mit seiner Familie gelebt. Direkt am Fuße der Burg. So, das war Nürnberg. Ein kleiner Einblick von Nürnberg. Richtig, Nürnberg hat natürlich viel mehr zu bieten. Ja. Nicht nur Geschichte, das war also nur die... Das war jetzt halt die Basis. Ja, die Innenstadt, ja. Mit der Burg und dem schönen Brunnen, ja, und solche... Wir wollen euch heute auch nicht zulabern. Nein. Aber wir selber fahren jetzt auch weiter. Wir suchen uns jetzt einen Platz, wo wir ein bisschen aufhalten. Zu Nürnberg nur ganz kurz. Nürnberg hat natürlich noch viel zu bieten. Den Handwerkerhof, das Dokumentationszentrum von den Nationalsozialisten. Denn das war ja Reichsparteitagsgelände oder Reichsparteitagsstadt von Hitler. Das Aufmarschgelände, oder ja, wie ja, nennt sich das? Ja, das ist das Reichsparteitagsgelände. Okay, ja. Wo dann auch der Norrisring stattfindet. Also Nürnberg hat auch schöne Sachen. Das Norrisringrennen findet da direkt statt. Und ja, jetzt so aus dem Stegreif fällt mir nichts an, aber Nürnberg hat noch viel mehr. Na, natürlich hat es viel mehr. Es ist eine riesengroße Stadt. Es gibt auch viele Museen und so, Galerien so. Und ja, alles Mögliche natürlich. Was ich noch dazu sagen möchte, ist an die Stadt Nürnberg gerichtet. Und auch zu eurer Information, Nürnberg ist an sich eine wohnmobilfreundliche Stadt. Wir sind jetzt aus dem Stegreif heraus drei Stellplätze bekannt, die allesamt kostenlos sind, aber allesamt keine Entsorgung enthalten, keine Ver- und Entsorgung. Auch das die Beschilderung war nicht so ideal, oder? Ja, aber man kann es schon finden. Ja. Aber da sollte sich Nürnberg ein bisschen mehr Mühe geben. Ansonsten, wir können euch Nürnberg nur ans Herz legen. Schöne eine Stadt, wunderschöne keine Stadt Frage. Mit viel Geschichte, mit viel Freizeitwert und natürlich im wunderbaren Frankenland mit seinen kulinarischen Hochgenüssen. Ja. Hat das schön gesagt, Lassi? Ganz toll hast du es gesagt. Jetzt kann sich Nürnberg vor lauter Touristen nachher gar nicht mehr retten. Ja, vor allen Dingen fällt mir nichts besser sein, dann hören wir jetzt auf. Ja? Ja. Also, wir sehen uns dann. Ja, also, macht's gut. Mhm. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Wenn es euch sehr gefallen hat, gebt uns zwei hoch, geht nicht, oder? Das nee, einer langt. An, ja. Einer langt. Und schreibt uns ruhig was dazu, eure Meinung. Wir freuen uns immer, wenn wir auch nicht immer alles beantworten können, weil manchmal nimmt es überhand. Ja, das haben wir jetzt aber schon 100 Mal gesagt. Okay, ich hab's, streich das. Ja. Also, komm, verabschiede dich. Ich kann Ihnen ciao. Tschüss. Mach's gut. Ja. Tschüss.